Ja moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und gestern Nacht ist ein Patch gedroppt, darüber reden wir heute. Ich mache so ein bisschen die Patch Notes für euch, da müsst ihr euch nicht da irgendwie durchklicken. Ich mache das für euch und nehme einfach mal nur die wichtigsten Sachen mit rein. Und für die, die es interessiert, ich streame auch auf Twitch. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich streame von Montag bis Donnerstag von 20 Uhr bis keine Ahnung wann. Ja, also da ist immer Open End. Wir haben gestern auch bis 4 Uhr gestreamt, war auf jeden Fall eine wilde Nummer. Link ist unten in der Beschreibung, guckt da gerne mal vorbei und wir gucken uns den Patch an. Also jetzt ist es nicht so viel dazugekommen. Wir haben hier, steht nochmal so obligatorisches Update haben wir hier. Und da sind einige neue Animationen dazugekommen, die gucken wir uns dann auch noch an. Hier steht dann zum Beispiel, dunkler Magier und dunkler Magier Mädchen haben Effekt bekommen, wenn die Lebenspunkte auf 0 setzen. Sieht sehr gut aus, by the way. Dann hat man hier jetzt noch die Zeit. Die wird im Gegnerspielzug jetzt auch nochmal um 30 Sekunden erhöht, was ich gut finde. Weil manchmal habt ihr in eurem Spielzug gerade so hingekriegt, weil ihr im Grindgame oder sowas seid, dann kriegt ihr nochmal 30 Sekunden im Gegner. Das wurde auch schon vor längerem mal angekündigt, habe mich auch schon gefragt, was damit passiert ist, aber jetzt haben wir es anscheinend hier drin. Dann wurden einige Effekte hervorgehoben von bestimmten Karten, also das hier unten ist jetzt nicht so relevant, wollte ich sagen. Vor allen Dingen, jetzt seht ihr auch in-game, wenn ihr gegen den Gegner spielt, eure Deckboxen, damit das auch so ein kleines Detail ist, was man dann auch noch sieht, finde ich zum Beispiel sehr schön. Und hier unten Updates bezüglich Decks ändern, also das ist jetzt nicht so wichtig. Die haben viel Visuelles gemacht, so kleine Details, wo euch dann im Spiel auffallen, aber das ist jetzt hier wirklich nicht so nennenswert. Wir haben hier dann noch ein paar Bugfixes, aber das ist egal. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich denke, wir machen hier nur die wichtigen Sachen. Dann haben wir hier noch, das ist wichtig zum Beispiel, es werden Karten von der verbotenen Liste auf 1 gesetzt, nämlich bald limitierte Karten. Überläufer, antiker Feendrache, Blaster Drachenherrscher, der Infernus. Antiker Feendrache kriegt hier einen Errater, der kriegt glaube ich einen Hard Once per Turn, machen die mit dem. Und Überläufer muss man halt gucken, wie relevant der wird, ne? Ich denke, als One-Off kann man den halt schon gut spielen, so wie ein Raigeki früher. Oder wenn man Going Second ist, macht die vielleicht schon ein bisschen was. Muss man dann halt schauen, ne? Bald halb limitierte Karten, Sprite Starter. Also Sprite kommt jetzt wirklich, da gehen wir dann gleich nochmal dazu. Hier nerven die das Deck nochmal vorab. Der Starter dann auf 2. Weiß ich nicht, wie gut das ist. Man muss halt auch erstmal gucken, was Sprite ohne Toad wirklich in Master Duel so macht. Kartentext, der überarbeitet wird, haben wir dann hier den antiken Feendrache. Und das war es auch schon im Großen und Ganzen hiermit. Dann können wir hier nochmal ein neues Auswahlpack ist da. Das ist noch das Wichtigste. Wir haben hier UR Riesensprite, also die wird nur UR sein. Das ist hier schon mal die Bestätigung, dass die Karten jetzt auch im Master Duel kommen. Steht hier nochmal verfügbar ab 14.02. Also nächste Woche Dienstag. Dann haben wir hier Elfe auch nochmal eine UR. Ansonsten war da jetzt nichts dabei. Aber ich glaube nicht, dass das die einzigen zwei URs sind. Man hat hier noch den Royal Straight Slasher, der eine UR ist, plus Slifer, der Himmelsdrache, der eine UR ist. Warum auch immer der hier was zu suchen hat. Was ich ein bisschen komisch finde, hier steht nichts von Exorcister, aber den Sky Striker Support haben wir auch einfach so gekriegt, ohne dass irgendwie was angekündigt worden ist. Deswegen hoffe ich, dass da Exorcister noch kommt. Ansonsten bin ich wirklich ein bisschen traurig. Mysteriöses Labyrinth verschwindet dann um 5 Uhr am 14.02. damit ihr Bescheid wisst. Aber ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Der Rest ist halt wirklich nur so Kleinigkeiten. Ihr könnt jetzt Animationen ausschalten von den Karten. Ihr könnt zum Beispiel die Zahlen jetzt besser sehen am Friedhof. Die sind ein bisschen größer gemacht worden. Und wie gesagt, einige Karten haben Animationen gekriegt. Und nein, der Borderland hat immer noch keine Animation oder andere UR, die ihr vielleicht gerne hättet. Aber wir gucken uns jetzt die neuen Animationen an. Und ja, gehen wir direkt rein. Da sind wir dann auch schon. Und ich spanne euch da nicht länger auf die Folter. Wir gucken uns jetzt einfach das Video an. Ja, oh, wir müssen mal den Ton da mal ein bisschen leiser machen. So. Ja, vielleicht nicht ganz. Okay, das sollte passen. Wir haben hier jetzt erstmal Gaia, the Magical Knight of Dragons. Hat hier eine Animation bekommen, was schon mal sehr big ist. Ansonsten hat man hier noch den Libromancer Fireburst. Hier dann die nächste Karte. Also sind wirklich schon gute Sachen dabei. XX Saber, Gothoms. Ultimate Slayer, sehr geil hier by the way. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Wirklich sehr, sehr geil. Achtung. Holy shit. Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Effect Veiler hier auch natürlich noch eine kleine Animation bekommen. Macht so eine kleine Blase drum. Seht ihr hier jetzt gleich. Insane. Ash Blossom auch.
Aber das ist jetzt nicht so unfassbar big. Und sorry, wenn ich mit meiner Maus so rumfuchtel. Ja, da kommen so kleine Kirschblüten raus. Und hier wird es jetzt sehr, sehr cool. Wenn dunkles Magiermädchen oder dunkle Magier die Lebenspunkte auf Null setzen, kommt diese gute Animation hier. Das sieht halt schon wirklich sehr, sehr gut aus. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und hier nochmal für dunkler Magier genau dasselbe. Bam. Also das ist wirklich eine sehr geile Animation. Das war es aber auch schon mit dem Zeug, was dazugekommen ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.